Hallo, schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du diesen leckeren und fruchtigen Apfelstreuselkuchen vom Blech selber machen kannst. Mit saftiger Apfelzimtfüllung und knusprigem Streusel ist der Kuchen wirklich unkompliziert in der Zubereitung. Alle Zutaten und Mengenangaben kannst du wie immer sowohl im Video als auch unten in der Videobeschreibung finden. Viel Spaß beim Schauen und nun zum Rezept. Für den Hefeteig benötige ich 380 bis 400 Gramm Weizenmehl, 30 Gramm Butter, 200 Milliliter Kefir, ein Ei, Prise Salz, ein Päckchen Vanillezucker, 20 Gramm frische Hefe und 50 Gramm Zucker. Und als erstes wird der Kefir erwärmt bis maximal 35 Grad. Mit einem Esslöffel Zucker und frischer Hefe in einer Rührschüssel gut vermischt. Wie du siehst, wird die Hefe einfach grob hineingewürfelt. Wenn die Hefe sich mehr oder weniger aufgelöst hat, füge ich 3 bis 4 Esslöffel gesiebtes Weizenmehl hinzu. Gut verrühren, bis die Masse homogen und zähflüssig von der Konsistenz wird. Mit einem sauberen Handtuch zudecken und etwa 10 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Nach 10 Minuten sieht es schon ganz anders aus, die Masse hat an Volumen bekommen. Nun werden die restlichen Zutaten hinzugefügt. Ein Zimmertemperatur warmes Ei, restlicher Zucker, Vanillezucker, Prise Salz und die geschmolzene Butter. Achte darauf, dass sie nicht zu heiß wird, sonst stirbt die Hefe ab und der Teig misslingt. Alle Zutaten gut miteinander verrühren und erst dann nach und nach gesiebtes Weizenmehl hinzufügen. Das Ganze verarbeite ich zu einem glatten, homogenen, weichen Teig zuerst in der Rührschüssel und dann auf der Arbeitsfläche. Die Weizenmehlmenge kann etwas variieren, deshalb empfehle ich, Mehl portionsweise hinzuzufügen. So kann man vermeiden, dass der Teig zu hart wird. Außerdem sollte man den Hefeteig lange kneten, so bekommt er feine Bohrung und fällt später nicht zusammen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal unterstützt, indem du den roten Abo-Button drückst. Bei mir findest du ganz viele tolle, leckere, schnelle und einfache Backideen für jeden Anlass. Den fertigen Teig forme ich zu einer Kugel, lege zurück in die Schüssel, decke mit einem sauberen Handtuch zu und stelle ihn für etwa 1,5 Stunden in den kalten Backofen mit einer Schüssel aufgekochtes heißes Wasser unten drunter. In dieser Zeit kann ich die Streusel zubereiten. Dafür nehme ich 250 Gramm gesiebtes Weizenmehl, 60 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, Prise Salz und 125 Gramm kalte Butter. Alle Zutaten werden miteinander zu Streuseln geknetet. Dafür kannst du entweder das Handrührgerät nutzen oder so wie ich mit den Händen kneten. Solche lockere und krümelige Streuseln sind es geworden. Die kommen jetzt in den Kühlschrank und ich mache weiter mit der Apfelfüllung. Und dafür nehme ich etwa 3 Esslöffel Zucker, einen Teelöffel Zimt, 1 Kilo Äpfel und frisch ausgepressten Zitronensaft einer halben Zitrone. Alle Äpfel werden geschält, entkernt und in kleine Würfel geschnitten. Die fertigen Apfelstückchen werden mit frisch ausgepresstem Zitronensaft beträufelt, Zimt und Zucker werden gut miteinander vermischt, über die Äpfel gestreut, ordentlich umgerührt und zur Seite gestellt. Und ich arbeite weiter mit dem Hefeteig. Der Teig ist sehr luftig geworden und ist sehr schön aufgegangen. Der wird jetzt noch ein paar Minütchen geknetet, so wird er noch fluffiger und weicher. Dann bemehle ich die Arbeitsfläche und hole den Teig zu einem Rechteck aus. Seine Größe hängt davon ab, wie groß dein Backblech ist. Mit Hilfe einer Teigrolle verlege ich den Teig auf das Backpapier. Direkt auf dem Backpapier kann man den Teig noch etwas korrigieren und ein bisschen mit der Teigrolle ihn zurechtmachen. Der fertige Teig kommt auf das Backblech und wird noch für etwa 10 Minuten ruhen gelassen. Nach 10 Minuten kann der Kuchen zusammengesetzt werden. Zuerst die Äpfel gleichmäßig darüber verteilen und schließlich mit Streuseln bestreuen. Der Kuchen kommt in den vorgeheizten Backofen und verbringt dort etwa 40 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze.
Der Kuchen ist fertig, wenn er eine goldbraune Farbe bekommen hat. Den lasse ich noch abkühlen und dann schneide ihn auf. Sehr aromatisch, knusprig von außen, weich und saftig von innen. Ideal für Besuche, Feier oder einfach so für zwischendurch. Wenn dir das Rezept gefallen hat und du den Kuchen nachbacken möchtest, würde ich mich über dein Feedback in den Kommentaren sehr freuen. Ansonsten zum Abschied sage ich wie immer, mach den Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast und teile das Video mit deinen Freunden. Tschüss!